Das ist Assassin's Creed Origins, die PlayStation 4 Testversion. Das Spiel erscheint am 27. Oktober. Wir spielen es aber schon jetzt fleißig für den Test. Und bei mir ist jemand, der sich mit dieser ganzen Materie auskennt, unser Chefredakteur Heiko Klinge. Hi Heiko. Servus, hallo. Wo sind wir hier? Wir sind in Alexandria. Und um das zu zeigen, weil wir haben ja schon viel von der Open World gesehen und das ist jetzt quasi die erste große Stadt, die man in Assassin's Creed Origins bereist. Und ich wechsle mal in die Vogelperspektive, um mal zu zeigen, ja, wie letzten Endes auch mal eine Stadt hier aussieht und was man da so alles machen kann, wie viele Icons es gibt, ne? Mhm. Und das ist, denke ich, schon mal einfach, dass man sich auch mal einen Eindruck auch von der Größe dieser Stadt verschaffen kann. Und das ist nämlich tatsächlich wirklich mit das Beeindruckendste jetzt, ne? Man sieht am Horizont auch schon mal die Pyramiden und es ist wirklich alles, ja, fließender Übergang. Ist tatsächlich auch für mich jetzt ein bisschen überraschend, weil ich mir die ganze Zeit dachte, okay, Assassin's Creed, eine Serie, die mit dieser ganzen Parcours-Geschichte groß geworden ist, wo kann man denn in der Wüste von Ägypten großartig hochklettern? Aber klar, natürlich gibt es da ja auch Städte. Also, sagen wir mal so, wer Assassin's Creed vor allem wegen der Klettereien und Parkour-Elemente gespielt hat, der muss sich in Assassin's Creed Origins umgewöhnen. Natürlich kann ich, was tatsächlich cool ist und auch ein bisschen neu, ich kann wirklich überall hochklettern. Ja. Ja, es ist wirklich völlig egal. Es geht überall. Ich kann jetzt auch die Statue hier rechts einfach erklettern. Ja, ist überhaupt kein Thema. Es gibt wirklich alles. Mhm. Aber das Klettern ist natürlich nicht ganz so ein großes Spielelement, wie es in den vorherigen Teilen einfach war. Das liegt einfach daran, ja, es gibt halt einfach nicht mehr so viel bekletterbare Objekte. Da ist diese Stadt wirklich natürlich eine Ausnahme. Das heißt, einfach die Open World spielt eine wesentlich größere Rolle, als es in vorherigen Teilen war. Man sieht ja auch schon mal, wie belebt das Ganze ist. Da ist was los. Da ist echt was los. Und auch das sind jetzt natürlich alles Eindrücke aus dem Testverlauf, ne? Also noch keine finalen Urteile. Was man aber, denke ich, schon sagen kann, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich eine komplett simulierte Umwelt oder so. Nee. Also die Sachen, was da passiert, es bewegt sich halt was. Ja. Und das Wichtigste, die wichtigste Simulation. Nicht so genau hingucken. Genau, ja. Die wichtigste Simulation in der Spielwelt ist tatsächlich der Tag-Nacht-Rhythmus, der grafisch auch echt, echt cool ist. Und da wirkt sich so ein bisschen spielerisch aus, weil halt, wenn du irgendwie so ein Banditenlager eroberst, dann halt in der Nacht halt einfach ein paar Leute schlafen, was es ein bisschen einfacher macht. So, ne, und hier sehen wir jetzt auch, ich kletter jetzt einfach mal auf den typischen Turm, ja, zum Erkunden, um mal so ein bisschen altes Assassin's Creed-Feeling zu bekommen. Zu dem Tag-Nacht-Wechsel, den du jetzt eben angesprochen hast, kann ich mir denn dann selbst aussuchen, wann ich eine Mission starte oder bestimmt die Mission, wann die spielt? Nee, das ist also sehr gut, es hängt davon ab. Es gibt geskriptete Missionen, insbesondere die Missionen der Hauptstory, die sind natürlich teilweise an Tageszeiten wirklich geknüpft. Die meisten Quests, und das ist tatsächlich eine große Neuerung von Assassin's Creed, ja, kann ich machen, wann und wie ich lustig bin. Ich kann tatsächlich auch mehrere Nebenquests gleichzeitig einfach aktivieren und sie dann im Grunde genommen wie in The Witcher 3 ist eigentlich, es gibt sehr, sehr viele Parallelen zwischen diesen Spielen und ja, was man hier wirklich nochmal sieht, was ich wirklich, wirklich beeindruckend finde, ist die Sichtweite in diesem Spiel. Also dieses Gefühl für, ey, ich bin hier in Ägypten, das ist wirklich sensationell. Der Star von Assassin's Creed Origins ist wirklich die Spielwelt. Das hat auch diesen Zelda-Level von, da ist was Interessantes in der Ferne, ich will da hin. Genau, also das hat es. Was es nicht hat, ist die Interaktivität der Spielwelt eines Zeldas. Das muss man ganz klar sagen. Also, da steckt schon noch so ein bisschen Ubisoft-Formel drin. Also, das ist halt, naja, man dann doch letzten Endes irgendwelche Icons abklappert und es jetzt nicht so ist, dass man da total geile Sachen entdeckt und einfach ausprobiert und es funktioniert dann. Also es gibt schon so ein paar Sachen, das wichtigste Beispiel ist wahrscheinlich Physik und Feuer. Was ist halt damit passiert, damit kann man schon ganz coole Sachen machen und ein bisschen rudimentäre Physik ist drin, aber letzten Endes geht es halt darum, ja, dann doch eben die Icons auf der Karte ja, abzuklappern. Die man jetzt hier auch sieht, vielleicht kann man da jetzt nochmal ein bisschen Gefühl für die Spielwelt entwickeln. Mhm. Ja, weil wir haben ja die Pyramiden gesehen. Ja. Die Pyramiden sind hier. Ah, okay. Und man denkt, das ist echt weit weg. Ja?
Wann soll man das denn alles fertig spielen? Genau. Das ist doch lächerlich. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir spielen jetzt auch noch mal ganz kurz rein in so eine Nebenquest, weil das war tatsächlich auch das, was mich, weil sie hier in der Nähe ist, und B, ist das für mich auch eine positive Überraschung tatsächlich gewesen, weil ich gesagt hatte, Icons abklappern, ja, man sieht jetzt hier Fragezeichen auf der Karte, da ist halt immer was. Ja, es ist aber tatsächlich nicht mehr so. Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Sammelgeschichten. Ja, man hat jetzt hier zum Beispiel einen Papyrus-Rätsel oder Waffenkammer. Was aber tatsächlich ganz cool ist, diese Sachen sind sinnvoll integriert. Es gibt zum Beispiel Steintafeln, die man entdecken kann. Mhm. In früheren Assassin's Creed würden die halt irgendwie so über so einem Häuserdach schweben. Ja. Und hier sind sie halt in einem Grab, wo es dann auch ein paar ganz nette Rätsel drin gibt. Also da haben sich wirklich bemüht, es sinnvoll wirklich auch einzugliedern. So, dann machen wir jetzt erstmal, ne? Irgendwas müssen wir ja machen. Witzigerweise nicht in den... Ich wollte so gerade sagen, steht da jetzt wieder eine Mistkarre rum? Nein, sondern es ist auch da, sinnvoll in der Spielwelt integriert. Aber gibt es gar keine Mistkarren mehr? Doch. Also es gibt noch Heuhaufen und so. Aber da, wo sie tatsächlich im Sinne der Spielwelt, auch hier nochmal so die Details, ne, das ist schon klasse, Sinn ergeben. Es ist jetzt aber nicht so, dass man wirklich, also die gibt's noch, aber du hast eben auch, du hast gesehen, man kann tauchen, also kannst wirklich auch komplett die sämtlichen Seen, auch dort gibt's Schätze und so, auch das vergleichbar zu The Witcher 3. Und jetzt haben wir hier mal kurz eine Nebenquest, um mal einfach zu sehen, wie die so ein bisschen auch inszeniert sind, weil das war etwas, was mich tatsächlich positiv überrascht hat. Ich meine, wir haben ein Open-World-Spiel, man kennt Ubisoft, man kennt die Ubisoft-Formel. Das ist völlig optional und man kann jetzt mal sehen, wie sie sich bemühen, das auch wirklich zu integrieren in die Spielwelt. Eine Story, es hat alles Zwischensequenzen, es ist alles vertont. Und was tatsächlich auch cool ist, diese Nebenquests, die ergeben auch immer Sinn innerhalb der Regionen. Ja, also es gibt zum Beispiel etwas, was ich jetzt allzu viel spoil, man kann halt auch Wagenrennen machen. Und dann gibt es eben auch eine völlig optionale Nebenquest, Kette, die eben nicht nur diese Wagenrennen thematisiert, sondern dazu auch noch eine coole Geschichte über den Haupthelden aus seiner Kindheit dann auch erzählt. Okay. Ja, ich habe jetzt nicht aufgepasst, was ich machen muss, aber ich glaube, ich muss, sieht jetzt, ich kann dir die Quest jetzt verfolgen, so, ne, und gut, jetzt muss ich halt letzten Endes da halt hinlaufen, bisschen Parkour, bisschen Rennen, ich kann aber auch die da haben wir dann genau ein Arsenal, auch etwas, wo man mal ein bisschen kämpfen, vielleicht noch Schleichen zeigen kann. Ich hoffe, ich komme da noch rein. Das Parcours ist jetzt aber insgesamt wieder so wie bei Black Flag. Und dass man diese zwei Tasten hat, sondern nur das ist Das ist halt was, man kann vielleicht auch mal, weil das jetzt so klingt, als wäre es das geilste Spiel auf diesem Planeten. Und es ist wirklich, also so viel kann man, glaube ich, schon mal spoilern. Also mir gefällt es wirklich richtig gut. Ich war ja auch noch ein bisschen skeptisch, wie rund das Ding sein wird. Ja. Wir haben auf einem PS4-System schon Bug-Probleme. Ich weiß auch nicht, warum. Weil es lässt sich nicht verifizieren. Wie auf unserem System, man sieht es ja, haben wir überhaupt keine Probleme. Ja. Also gar nichts. Und auch bei mir daheim lief alles gut. Also wir spielen es mit 4 Leuten gerade und auf 3 von 4 haben wir überhaupt keine Probleme. Ja. Das muss man nochmal beobachten. So, jetzt haben wir hier, ist schon das Missionsziel in der Nähe. Und jetzt können wir unseren Falken rufen, um tatsächlich das Missionsziel auch ausfindig zu machen. Na, genau, da wird... Das ist so ein bisschen wie ein Fakir. Den kannst du immer rufen. Ja. Und das ist tatsächlich auch echt cool gemacht. Also es macht Spaß. Mhm. Und da ist jetzt mein Ziel. Und der ist halt tatsächlich jetzt mitten in einer Festung. Das ist im Grunde genommen wie halt auch schon in Assassin's Creed 4. Ja. Und ich kann im Grunde genommen, hier sehe ich jetzt schon die Gegner und die kann ich jetzt markieren mit dem Falken. Ja. Ja, und dadurch weiß ich, ja, wo sind sie, wo ist mein Problem, wo sind meine Probleme, ja, was kann ich machen? Gibt es denn dann für den Falken auch einen freischaltbaren ägyptischen Götterorbitalschlag? Das nicht, also das Spiel, man möchte nicht allzu viel, es hat ein paar mythologische Elemente, das mit dem Falken ist schon ein bisschen albern, wieso markiert der Falke und der Gegner weiß es dann halt, ne? Hier sehe ich jetzt, okay, hier vielleicht durchs Haupttor wäre jetzt keine clevere Idee. Ist das ein Falke oder ist das ein Adler? Ich glaube, es ist ein Falke. Ich bin aber, Entschuldigung, kein Ornithologe. Also, genau. Hier sieht man auch eine kleine Ladeschwäche. Also, wenn man dann, weil die Welt ist so groß, man kann theoretisch mit dem Falken wirklich bis ans andere Ende der Welt fliegen. Es gibt ja jetzt keine Grenzen.
Und aber beim Zurückspringen lädt es dann immer. Dann lädt es ein bisschen, ne? Weil es dann natürlich fließende Ladezeiten hat. Das ist ein bisschen, da wirst du immer so ein kleines bisschen rausgerissen. Ja. Genau. Da ist ein Mistkarren. Ich wollte was kritisieren. Wo waren wir beim Thema? Parcoursystem, genau. Dadurch, dass es nicht mehr zwei Tasten gibt für hoch und runter, also das wieder, das ist manchmal ein bisschen clunky. Er macht nicht immer das, was er gerne möchte. Ist das dann so wie bei jetzt auch Schatten des Krieges, dass das sehr frustrierend werden kann? Nee. Ich find's einen Ticken besser als ein Schatten des Krieges. Okay. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel mal das Physiksystem. Ich kannte jetzt also zum Beispiel meinen Bogen und kann jetzt hier alles in Brand setzen, wenn ich jetzt hier für Terror. Also tatsächlich, es gibt ein Feuersystem, ich könnte jetzt hier das in Brand setzen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Machen wir mal ein bisschen Open World Dönikes. Ups, und jetzt werde ich natürlich gesehen. Okay, das war vielleicht so mittelclever. Aber ich wollte ja, nur das Feuer zeigen, genau. Aber ich muss ja auch ein bisschen das Kampfsystem zeigen, oder? Das ist ja die große Neuerung. Genau, man kann ein bisschen noch was sagen, wie anspruchsvoll ist das Spiel. Vielleicht, also ich weiß nicht, auf welchen Schwierigkeitswert sie hier gerade eingestellt haben. Ich glaube, auf normal. Mhm. Ah, jetzt suchen sie mich schon. Und auf normal und einfach ist es noch einigermaßen geschmeidig. Auf hart ist es tatsächlich anspruchsvoll. Also da musst du tatsächlich auch vor Kämpfen wegrennen. Es gibt halt jetzt auch ein Rollenspiel- und Level-System. Ja. Und das ist tatsächlich ganz cool gemacht. Muss ich denn, also ich kann unterschiedliche Waffen vermutlich nehmen, ist es denn dann auch wirklich erforderlich, für bestimmte Zwecke bestimmte Waffengattungen zu nehmen? Also dass ich dann auch umspecken muss, für, je nachdem, welche Mission ich habe? Nein, das musst du nicht. Die Waffen spielen sich aber tatsächlich sehr, sehr cool unterschiedlich. Also es hat Rollenspielelemente, ja? Also man kann sie jetzt immer mal zeigen. Hier im Ausrüstungssystem, es gibt ein Loot-System, unterschiedliche Waffen, die sich unterschiedlich spielen. Es gibt einen rudimentären Fähigkeiten, was heißt rudimentär? Es gibt einen Fähigkeitenbaum. Man hat aber auch tatsächlich die Möglichkeiten, theoretisch, wenn man es wirklich lang spielt und ausführlich, eben auch alles wirklich hoch zu skillen, ja. im Endgame dann tatsächlich. So, da oben ist jetzt der Hauptmann. Jetzt suchen sie mich, jetzt finden sie mich gerade nicht. Ich versuche mich mal jetzt ein bisschen, was tatsächlich aber nicht ganz so einfach ist, mich ohne Ton durchzuschleichen. Na gut, dann suchen wir uns halt ein bisschen Streit. Aus aufnahmetechnischen Gründen hören wir hier nicht so viel, sondern es ist nur eher leise, aber... Ja, es ist auf jeden Fall auf leicht oder mittel eingestellt, sonst wäre es nicht so einfach gewesen gerade. Aber, so, man sieht jetzt auch hier, ich habe jetzt tatsächlich optionale Ziele. Das heißt, man hat ja gesehen, ich hätte jetzt, hier kann sich wieder verstecken, ich kann hier Schätze finden, ich kann den Hauptmann besiegen. Ja. Muss auch. Aber genau, ich muss das überhaupt nicht machen, weil ich habe da eben nur eigentlich den Gefangenen befreien. So, jetzt schauen wir mal, ob der tatsächlich so doof ist und hier ankommt. Die KI ist okay, nicht sensationell. Ups, jetzt hat er mich erfahren. Man sieht aber auch hier unterschiedliche Gegnertypen. Das heißt, hier muss ich jetzt erstmal ein Schild zum Beispiel der Seite schlagen. Man muss ausweichen, es ist ein neues Hitbox-basiertes System. Kannst du da noch unterschiedliche Körperteile anvisieren? Unterschiedliche Körperteile nicht. Es funktioniert ein bisschen wie in Zelda, ehrlich gesagt. Ja. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe jetzt halt zwei so Doppelschwerter, die sind sehr, sehr schnell. Vorhin hat man gesehen, habe ich die die Keule verwendet. Ja, da kommt noch eine. Oh, jetzt haben wir sogar den Hauptmann. Und das ist so quasi Zwischengegner, ne? Ja. Oh, und ich habe nicht aufgepasst. Man sieht jetzt auch schon, dass der anders kämpft. Ja. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich mal so einen Spezialangriff freigeschaltet. man hat also auch eine Adrenalinanzeige. Mal gucken, ob der auch noch cool Loot am Start hat. Dann können wir es mir auch nochmal zeigen. Und man sieht, das ist jetzt schon anspruchsvoller, ja? Und es ist, man sieht ja auch, das ist ein Kampfsystem, was jetzt mehr auf Einzelkonfrontationen und nicht so dieses, man mäht da ganze Gruppen nieder, wie genau. Es in alten Assassin's Creed war. Heißt das, dass es insgesamt auch weniger Gegner sind oder sind die einfach die Encounter so gestaltet, dass man zwar schon gegen 50 Leute in so einem Ding kämpft. Das aber ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel, ohne jetzt wirklich... Oh, jetzt habe ich zum Beispiel einen legendären Speer gefunden. Wie cool. Siehste? Das hat sich schon wieder gelohnt. Das schon genau. genau. Ja, es ist immer also noch die Kämpfe, ja, aber die Kämpfe machen echt Spaß. Ja, und ich glaube, jetzt ihn muss ich jetzt tatsächlich auch...
übertragen. Auch hier wieder, ja, wirklich vertont. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich mich hier schleunigst vom Acker mache. Musst du den jetzt auch ganz wieder zurücktragen oder musst du nur... Nee, ich muss jetzt raus aus dem Außengebiet. So, kannst du schwimmen? Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Nee, kann ich nicht. Das wäre die größte Slapstick-Einlage überhaupt, wenn der jetzt absäuft. Nee, absaufen kann er nicht. Komme ich jetzt hier auf dem Sperrgebiet raus? Ah, nee, ganz so trivial ist es dann doch leider doch nicht. Aber, haha, jetzt kann man auch mal ein bisschen Dönikes zeigen, genau, weil es ich machen kann. Ich kann ihn jetzt nämlich hier aufs Boot ablegen. Und das ist cool, also das ist halt echt funktional. Und zack, jetzt mit dem Schiff. Und da sieht man auch, also, weil die, genau, die Spielwelt ist wirklich offen und das wirkt sich halt tatsächlich auch positiv aus, auf das, was da passiert. Und man kann halt wirklich auch die Probleme unterschiedlichst angehen, ja. So, und jetzt haben wir hier die Quest erfüllt und auch das wieder vertont, ja, und wir haben gesehen, wir haben einen legendären Speer gefunden, das heißt, derjenige, dem der Spielstand gehört, der wird sich freuen, ja, dem haben wir was Gutes getan, ja, und vielleicht haben wir ein paar schöne Eindrücke vom Spiel vermittelt, einen ersten Testeindruck, und ja, wir bleiben natürlich dran und dann wird man sehen, was am Ende dabei rauskommt. Am Freitag, den 27. erscheint Assassin's Creed Origins, unseren Test gibt es dann so bald wie möglich, dann natürlich auch noch mehr Video-Eindrücke und Artikel-Eindrücke daraus. Danke euch fürs Zuschauen, danke Heiko für diesen kleinen Einblick und bis zum nächsten Mal. Gerne, ciao.